Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit der Geschichte des Magiers Claudius. Jetzt geht es schnell in die Stadt Weißlauf. Meine Mission besteht darin, dort die Spuren der Karawane zu finden. Ich glaube, zwei Hinweise habe ich in der letzten Folge schon gefunden. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja in der letzten Folge auch irgendwelche Konstruktionen gefunden, die eben von den Wimmern stammen, und ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie rausfinde, wie, was ich in diese Schalter da reinstecken soll. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, schaut euch die letzte Folge an. Wenn nicht, dann gehe ich einfach dahin, wenn ich irgendwie Dynamo-Kerne habe. Dynamo-Kerne von zum Beispiel Zwergen-Centurius. Und werde die da einfach reinstecken. So, nur kurz, was war das hier nochmal? So, okay. Und Ragut, genau, das war ja das Haus zum Verkaufen. So, Bogen und Dolch und die Pfeile. Okay, also ich habe jetzt nur schnell die Rüstung der Verführerinnen hier abgelegt. Jetzt schlafen. Essen und dann kann es losgehen. Und zwar auf die Spurensuche. Ich nehme mal an, dass ich einfach mit jemandem reden soll. Und dann werden wir das schon erzählen. So, heiße Kartoffelsuppe, sowas habe ich schon mal. Das ist sehr gut. Wenn Claudius zum Beispiel wieder kalt ist. Ach so, und vielleicht mal noch ein bisschen kochen. Vielleicht zumindest Gemüsesuppe oder sowas. Gegrillter Lauch. Nee, Gemüsesuppe kann ich. Nur so eine, keine heiße, ich habe wahrscheinlich keine Feuersalze, nehme ich mal an. Na gut, eine Gemüsesuppe. Gemüsesuppe ist trotzdem kostbar. Ich habe schon in mehreren Videos erzählt, warum. Und zwar, man hat dann immer Ausdauer für einen starken Schlag, immer. Quests, so, finde in Weißlauf Hinweise auf die Karawanen. Habe ich Überreste einer weiteren geplünderten Karawane gefunden. Eine Notiz aus den Trümmerteilen. Zufolge sollten sich die verbliebenen Karawanen in Weißlauf neu formieren. Außerdem besuchte einer der Wachen dort die Halle der Toten. Was? Ach so, jetzt weiß ich, wohin ich soll, glaube ich. Hatte ich schon die ganze Zeit den Questmark? Ich glaube nicht. Hm, so, Halle der Toten. Rein da. So, na gut. Achso, vielleicht, ich weiß nicht, ob Claudius irgendwelche Krankheiten hat. So, vielleicht mal, du musst eine Spende von 100 Gold hinterlassen, um den Segen dieses Schreits zu erhalten. Ja, na klar, warum nicht? So, okay. Alle Krankheiten geheilt. Perfekt. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich welche hatte, aber bestimmt, das ist Überlebensmodus. Leute! So, jetzt irgendwas beschwören. Nein, nicht den! Nicht den, nicht den, nicht den, nicht den. Moment. Oh, ja. Komm. Claudius, Mann. Was? So, hier habe ich ein paar Skelett-Champions. Perfekt. So. Wobei, gegen die Skelette hätte ich auch ohne Champions kämpfen können. So, ungewöhnlicher Stein. Den haben wir schon mal. Ich hatte gerade echt vergessen, wie schwach die Skelette sind. So, sonst irgendwas verpasst hier. Und das. So, eher nichts verpasst. Eben. So, Eisentür. Aha. Geldbeute, 6 Gold. Was haben wir hier? Der Todesstoß für Abernanit. So, blocken gelernt. Na gut. So, Geldbeute.
Aha, eine weitere Notiz hier. So, Notiz des Karawanenhauptmanns. Finde in Weißlauf Hinweis auf die Karawanen. Finde die umgeleiteten Karawanen. Also, wir haben uns mit Sadras getroffen und die Fracht aufgenommen. Zumindest ihr Hauptmann schien in besserer Stimmung zu sein. Die anderen wirkten aber erschöpft. Was es noch schlimmer machte, waren all die Nachrichten über die Karawanen, die es nicht geschafft hatten, da sie auf der Straße nach Weißlauf von Zwergenmaschinenkriegern angegriffen worden waren. Ich hege die Sorge, dass diese Furcht auch auf meine Männer überspringen könnte, vor allem wenn die Einzelheiten ihrer Geschichten sich zu bestätigen scheinen. Heizt das die Lage nur noch weiter auf. Hoffentlich haben die anderen Hauptmänner einen Plan. Ein paar unserer Leute sind bereits desertiert und wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Wenn diese Angriffe weitergehen, es wird schwierig, die Leute dazu zu bewegen, die Sicherheit der Taverne gegen die Schrecken des Unbekannten einzutauschen. Selbst ohne diesen Zwergenunsinn wird die Reise bei all den Banditen, Wölfen und anderen Gefahren auf der Straße noch riskanter werden. Hauptmann Inedus hat uns gebeten, mit der Driss-Karawane einen Umweg nach Falkenring zu nehmen. Also Falkenring. Wenn wir uns von der Hauptstraße fernhalten, fallen wir vielleicht weniger auf. So ist jetzt nach Falkenring, oder was? Dann bringe mich mal bitte einmal nach Falkenring. 50 Gold. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Und go. Ihr solltet euch lieber beeilen. Okay, angekommen. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Mhm. Nein, ein paar Wölfe, aber keine Hunde. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier alles lieber klar benehmen. So, Falkenring zum ersten Mal betreten. Also Claudius natürlich. So, dann erstmal natürlich schlafen. Kommt doch herein. Sagt erstmal Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich. Willkommen im Totmann. So, ich möchte ein Zimmer. Natürlich, machen. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch. So war das. Aha. Vielleicht vor dem Schlafen gehen noch mal kurz essen. So, oh, ich habe Kartoffelsuppen weggefressen, die heiß waren. Das war nicht so schlau. So, Kartoffelkohlsuppe, perfekt. Wenn ihr interessanten Quatsch in der Stadt hört. Ach so, fremdes Bett. Da geht's in mein Zimmer. Lasst mich wissen. So, 6 p.m. Okay, dann wieder so 12 Stunden. Wenn ihr sonst noch etwas braucht. So, erwacht, leicht hungrig. Man ist nur am Fressen und Schlafen. Okay, jetzt kann's losgehen. Ja, das ist Claudius. Der muss, vor allem er muss richtig essen. Vor allem Claudius. Was? Gut, Junge, bist du wahnsinnig. Gott. Na gut, ich habe keine Probleme mit Feuer. Ich bin ein Danner. Junge, Junge. Und oh, ja, jetzt habe ich meinen Knochenkoloss aber ganz schön beschworen, Junge. Mann. So, Skelett-Hexenmeister, wobei der Hexenmeister ist auch ein Fernkämpfer, soweit ich mich erinnern kann. Da haben wir sogar mehrere davon. So, okay, Jungs, kommt jetzt. Jetzt muss es schnell gehen. Ah, jetzt haben wir ihn. Und Mirak kommt wieder. Ich glaube, ich muss die Sache mit dem Mirak klären. So, was ist denn mit dem Drachen passiert? Er ist ja zu Asche zerfallen. Ist er wirklich tot? Ja, ja, Leute, der ist tot. Meine Rückkehr. Eine tote Wache von Falkenring. So, na gut. Ach, Fackel. Halleluja. Eine Fackel haben wir.
Die seltenste Sache in Skyrim. Okay, weit ist es hier nicht. Es ist ja sogar schon hier irgendwo. Die weiteren Spuren. Ah, da kommen meine Begleiter alle zusammen. Aha. Eine kaputte Kutsche schon mal. Und wieder ein Toter. Es wurde wieder jemand erwischt. Waren schon wieder Zwergenmaschinen daran beteiligt, ist natürlich die Frage. Skelett durchsuchen. Er hat ein Anpassungskristall dabei. Ich glaube, das sind die Kristalle, die in diese Puls rein müssen. Und ein Brief. Wow. Okay, das ist wirklich von der Textur her ist es was Neues. Das ist das, was ich gesucht habe. So, und Velyns Brief. Okay. Dann mal kurz den Brief erstmal lesen. Inedos, die Berichte sind wahr. Seelenschutz und Seelendonner singen. Sie schicken ein Signal an jeden, der zuhören könnte. Ich weiß nicht, wie, aber ich glaube, ich weiß warum. Die Werkzeuge sollten ausschließlich bei Numidium verwendet werden. Da scheint es sinnvoll, dass die Morrowind niemals verlassen dürften. Um dies sicherzustellen, hat Kagrenag bestimmt ein Schutzsystem verwendet. Im Falle eines Diebstahls würden in ganz Tamriel Drohnen aktiviert. Drohnen. Ach, das sind also zwergische Drohnen, die aktiviert wurden, um die Werkzeuge zu bergen. Die Drohnen würden die Gegenstände dann in einem Gewölbe lagern, bis ein Lautarchitekt sie abholt. Wie ich vermutet hatte, reichte diese Information einigen der Hauptmänner, um uns zu verraten und einen anderen Weg einzuschlagen. Sie interessieren sich nicht mehr für die Artefakte oder den Auftrag. Sie sehen die Fracht als eine Todesfalle an und ergreifen Maßnahmen, um sie zu entladen. Eure Karawane war vielleicht davon ausgegangen, die Werkzeuge zu transportieren, doch Sadras und Ahlalu hatten sie ausgetauscht, bevor wir überhaupt nach Weißlauf kamen und sie den Bergungsdrohnen übergaben. Zum Glück konnte ich die Drohnen bis zu einem Gewölbe in der Nähe von Winterfeste zurückverfolgen, das die Einheimischen das bodenlose Loch nennen. Außerdem habe ich herausgefunden, dass es sich mit einem Anpassungskristall öffnen lässt, den ich diesem Brief beigefügt habe. Da ich keine Kriegerin bin, möchte ich mich ohne euch nicht dort hineinwagen. Hoffentlich erreicht diese Nachricht eure Gruppe noch rechtzeitig, da ich weiß, dass wir ähnliche Ansichten haben. Als Gelehrte möchte ich, dass die Artefakte an meinen Meister ausgeliefert werden. Und ihr wart schon immer jemand, der vor seiner Pflicht nicht davonläuft. Ich vertraue darauf, dass ihr mit eurer Mannschaft nach Norden zurückkehren und diese Scharte auswerten könnt. Velyn. So, sonst noch irgendwas Interessantes hier. Einfach mal ein Eisenpfeil. Und hier ein Skelett. Noch ein Mehl dabei. Gut, das heißt, irgendwo neben Winterfeste soll jetzt ein Eingang mit diesem Gegenstand geöffnet werden, den ich gefunden habe. Alles klar. Das kriegen wir hin, aber das bedeutet also, dass es doch nicht für diese beiden Pulte gedacht war, die ich in der letzten Folge gefunden habe. Dort brauche ich wahrscheinlich einfach nur wirklich Dynamos. Lustigerweise. Ja gut, okay, aber wie soll ich denn jetzt nach Winterfeste, bitte? Ah, wow. Also das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist was Neues. Toll, hier ist ja keine Kutsche, die ich mieten kann. Das bedeutet, wird schwierig jetzt mit Winterfeste. Solche Banditen hier. Weg, 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 weg. Ein bisschen zickzack. Wie weit die schießen.
Ja, mal zurückgucken. Bis hierhin wird er aber nicht mehr schießen. Okay. Gut. Also, ja, weit bin ich noch nicht gekommen. Eieiei. So, was haben wir denn hier? Kiefernwacht. Und es ist zu. Gut, okay. Eigentlich kann Claudius ja wieder Schlösser öffnen. Letztens war ihn einfach, war einfach nur so unterkühlt, dass da gar nichts mehr ging. Wobei auch jetzt hat er Probleme anscheinend. Ach, Claudius. Dieses Minispiel ist schön, aber total unlogisch. Dietriche brechen niemals ab. Was soll das? Diese. Wer hat's ausgedacht, dass Dietriche abbrechen? Oh, okay. Da war doch jemand. Ein Banditenmarodeur. Gut, dass ich meine Skelette mitgebracht habe. Übrigens, die verschwinden so lange nicht. Das sind immer noch die, die ich im Falkenring beschworen habe, ne? Oh, nein! Versuch Nummer 2. Warnung. Ich hätte erstmal die Warnung lesen sollen. Ihr seid alle davon gewarnt worden, in meine Schatzkammer einzubrechen. Aber Roars dachte, ich meinte es nicht ernst. Jetzt ist er tot. Ihr alle habt euren Teil des Kuchens bereits erhalten. Und wenn ich einen von euch Dunkleckern noch einmal bei einem Einbruchsversuch erwische, werde ich es nicht den Fallen überlassen, ihn zu töten. Das werde ich dann selbst erledigen. Das hat er tatsächlich gerade gemacht. Aber nicht wirklich, das war nur wieder nur Claudius Vorahnung. Ich werde jetzt noch ein paar Champions beschwören hier. So Jungs, kommt, ihr kriegt es schon hin, oder? Ne, die kriegen es nicht hin. Ich glaube, der hier kriegt es nur hin. Wobei, gut, die Champions haben... nicht auf mich, nicht auf mich. Sehr gut. Champions haben gute Arbeit gemacht. Claudius ist ja One-Hit tatsächlich. Für solche Leute wie dieser Banditen-Marodeur. Da kommen 3 Champions und einen. So. Erledigt. So wird es gemacht. So, Dolch. Dann die Eisenaxt, die für Claudius so gefährlich waren. Ahnen und die Danma. So. Was versteckt er hier nochmal für einen Schatz? Hm? Ich sehe nichts. Kochtopf. Können wir mittlerweile irgendwas Warmes kochen? Nein, doch, da war was. Ach, egal. Ich nehme aber diesen Knoblauch mit. So, hier, aha, Kohl, Kartoffel, alles für die Süppchen. Salz, warum nicht? So. Hühnchencoin. Alles, was man zum Essen, zum Kochen braucht. So, 12 Gold. Notiz für Rohrlack. Ah, vielleicht steht in dieser Notiz, wo er es versteckt. Diesmal haben wir den richtigen Wagen. Die Notiz wurde geschickt und wir werden sehen, wie sie darauf reagieren. Inzwischen werden wir das Ganze hier weiter aufteilen. Ihr verkauft weiter das Holz, um unsere Front aufrechtzuerhalten. Wenn wir für die Gutsform einen guten Preis bekommen können, müssen wir für eine Weile ausgesorgt haben. Ach, und wir haben in einem Eimer hinter dem Regal etwas Wein für euch zurückgelassen. Betrachtet das als Bonus. Riegel stark an. Na gut, okay, es gibt hier etwas Wein. Ah, da! Ich habe wirklich vergessen, dass der Schalter hier ist. Ohne Witz. Und irgendwo hinter dem Regal ist Wein. Was ist denn hier Wein? Ach so, hinter diesem Regal, okay, ich Idiot. Es steht direkt vor mir, okay. Ja, Wein. Was bringt denn Wein in Überlebensmodus? Es stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer 30 Sekunden lang. 30% langsamer und 100 Punkte. Ja, gut. Bringt jetzt wirklich nichts. So. Ja, jetzt bin ich in eine neue Geschichte hineingeraten. Eigentlich wollte ich ja nach Winterfeste. Okay.
Weiter geht's an dieser Stelle in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.